Herzlich willkommen zurück zu Kirby Aeroid. Wir haben Part 3 und das heißt Top Ride. Ja. Nun, einen kleinen Moment. So, besser jetzt. Ja, Top Ride. Der letzte Modus dieses Games. Und zwar fangen wir gleich an. Auch Top Ride hat einige Strecken. Zwar keine 9, sondern nur 7, aber ja, die sind auch alle sehr abwechslungsreich. Und ich würde mal sagen, nehmen wir mal die einfachste Strecke. Es gibt dort viel mehr Runden als im Aeroid-Modus, da die Strecken auch viel kleiner sind. Wir spielen auf den normalen Einstellungen mit normal vielen Items. Speed Help auf Weak, ja, alles. Ja, so wie es sein soll, ja. Gut, fangen wir an mit Gras. Man hat zwei Maschinen zur Auswahl: den Freestar und den Stairstar. Der Freestar ist ein bisschen komplizierter zu steuern, also benutze ich den Stairstar. Was die Computer nehmen, ist mir an sich egal, aber das Computer-Level sollte auf 4 stehen. Ja. Beide Maschinen hat man von Anfang an, also man kann hier keine Gleiter freischalten. Gut, schauen wir uns diesen Modus mal an und los! Ja, dieser Modus ist auf einer sehr kleinen Strecke und dauernd schmeißt irgendwer Items auf die Piste, wie dieser Reifen, der einen verlangsamt, Bomben, die man schmeißen kann und vieles mehr. Man kann durch schnelles Links-Rechts bewegen des Steuerknüppel die Items abschmeißen. Und ich stelle mich gerade ziemlich dumm an, wie es aussieht. Denn das Rennen ist nur noch eine Runde und ich... Oh Mann, ich komme einfach nicht voran. Ja gut. Dann. Aber es ist auch sehr ungut jetzt. Nach so langer Zeit. Da muss man sich wieder reinfinden. Ah, ich habe es auch endlich geschafft. Ja. Ich glaube, für diesen Part spielen wir jedes dieser Strecken durch, zwar die wirklich nur sehr wenig Zeit beanspruchen. So nehmen wir uns mal. Jeder nimmt sich den Stairstar und ich fahre mit dem grünen Kirby. Jetzt sind wir in Sands. Oder Sand? Ich weiß jetzt nicht mehr. Diese Strecke ist halt sehr, sehr gefährlich, da Streckenteile verschwinden und man somit riskiert, in Bedränge zu kommen, wie ich. Aber fahren wir nicht so langsam? Das verstehe ich nicht. Man kann auch hier wieder boosten, aber keine Ahnung. Die Computer sind... jetzt bin ich in diese Pflanze reingefahren und die machen mich verschwinden mit dem Weg, super. Und ich bin überrundet worden. Alle anderen sind im freien Lauf. Ja, das war die Schallwelle, durch die wird man paralysiert und man muss so schnell wie möglich aus diesem Paralysezustand rauskommen, indem man schnell links und rechts steuert. Das war auch schon Strecke 2. Wow, das geht ja wirklich flink hier. Gut, nächste. Und ich bring einfach nichts zustande. Das war Sand, jetzt kommt Sky. Weiß. Los, diesmal will ich gewinnen. Ja, diesmal läuft's. Es hängt auch viel vom Start ab und vom Glück, also welche Items man auf die... welche Items einem in den Weg geschmeißt werden. Ja, hier bewegende
Flaggen, also die Strecke verändert sich. Oh, den Farbeimer, das ist einer der seltensten Items. Die musste man sogar freischalten, wenn ihr ihn gesehen habt. Es gibt nämlich in diesem Modus Items, die man freischalten kann, indem man bestimmte Zeiten erreicht oder, ja, keine Ahnung, Bestzeiten aufstellt, den Time Attack und bla bla bla. Und ja, ich glaube, es gibt zwei Items, die man freispielen müsste. Das war zum ersten dieser Eimer und die Küken, die man auch vielleicht noch später sehen wird. Der Farbeimer hätte jeden Spieler unsichtbar gemacht, der... da sind die Küken. Und was die Küken tun, das weiß ich jetzt... Ah ja, die verändern die Steuerung. Also es sind sehr unfaire Items. Und wenn man eine gesammelt hat und wenige Runden fährt, dann hat man das in der Hand. Und ich bin so dumm. Mein Gott. Ja, gut, schon wieder. Es gibt aber eine Piste, die werde ich garantiert nicht verlieren. Und das ist die hier, Light. Auf der gibt es verschiedene Bahnen und sie ist auch ein bisschen glückabhängig. Ja, aber ich denke mal, dass ich die am besten beherrsche und hier den ersten Sieg heimfahren werde. Und diese Bahn hat mir jetzt noch nichts gebracht. Ah, gelb, die immerhin zweiter. Oh nein. Die grüne, die wollte ich auch haben. Da war ich wohl einfach zu schnell. Ah, da, gelb, gelb. Die krieg ich nicht. Oh, Krakow. Gehört der mir? Ja. Wenn man Krakow, also einen Gegner aus dem Kirby-Universum bekommt, habt ihr ja gesehen, dann hilft der einem, indem mal er die anderen Spieler behindert. Okay, es will einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir Kelly. Ja. Je länger die Rundenzahl, je größer die Rundenzahl ist, desto leichter wird es auch. Also stell die Rundezahl jetzt mal etwas höher, so auf 15 Runden. Vielleicht reißen wir dann etwas. Komm jetzt. Bleib dran. Ja, das sieht gut aus. Aber das gelbe Kirby. Komm, komm. Das schaffe ich. Immer schön boosten. Jede Kurve ausnutzen. Und am besten auch voll aufladen. Auch wenn man eine Weile auf der Straße steht. So, diesen Lolli, der hätte mir ziemlich geholfen. Ja, jetzt bin ich schon wieder rückgefahren. Der Lolli macht man den unverwundbar. Also, sämtliche Items, die man hier sieht, kennt man aus dem Kirby-Universum. Jedenfalls die meisten. Und man kann sofort, wenn man sieht, etwas damit anfangen. Und 15 Runden habe ich eingestellt und ja, es passiert nichts. Ja, aber es ist auch schwieriger, also wenn man lange Zeit nicht gespielt hat. Das Top Right habe ich eh nie so oft gespielt, nur um die Checkliste zu vervollständigen. Aber es hat mich nie groß nicht wieder diese Küken. Aber es geht. Ich habe die Steuerung drauf. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, es hat mich nie groß interessiert, weil ja, der City Trial Modus hat einfach am meisten wieder Spielwert. Und besonders habe ich das auch mit mehreren Leuten zusammengespielt und dann macht der City Trial einfach am meisten Spaß. So, ja. Ich bin wieder Vierter und die letzte Runde nicht reinkommen. Komm, 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 bitte. Nicht Vierter, nicht Vierter. Ich bin so schlecht in diesem Modus.
will mindestens drin. Ah, ich hab's wieder geschafft. Naja. Es sind nur noch zwei Strecken, oder? Ja, die Wasserstrecke und die Fabrik. Ja, Metal. Ja. Die hier ist nicht so schwierig wieder. Also die was war schon mehr die ich weiß jetzt nicht mehr die Besonderheit dieser Strecke. Muss ich überlegen. Wasser ist immer langsamer raus. Ja, man kann von diesen Wasserfällen behindert werden. Nein, im Wasser ist sogar, je nachdem wie die Strömung ist, schneller. Also, ob man gegen den Schauer gerade auf, ja, ich bin rosa, ich muss mir merken, dass ich rosa bin. Ja, also gegen die Strömung wird man langsamer. Und mit der Strömung ist man schneller. Ich will jetzt mindestens Zweiter werden. Wenigstens einen Sieg in dieser Ding. Ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele, denn ja, mit der Zeit haut es hin. Ich werde vielleicht am Ende dieses Platz dieses nochmal City Trial spielen. Denn ja, jetzt kriege ich schon die letzte dieses Modus ein. Und ja. Das Let's Play wird aber noch einen letzten Part, glaube ich, haben. Und zwar in diesem Part werde ich euch noch einiges von der Bonus-Videos, also alle Videos zeigen und die Credits. Ich glaube, jeder Modus hat seine eigenen Credits, also wird drei verschiedene Credits zu sich bekommen. Alle sehr nett gemacht, also ja, weil es auch jetzt nicht großartig wird. Ich packe das halt in den letzten Part rein. Dann wird das dieses Let's Play mit 4 Parts abgeschlossen sein. Und ich werde mich endlich den richtig geilen Projekten widmen. Ja, geplant sind jetzt endlich ja, Mario 3D Land und Toads Treasure Tracker. Also Mario 3D Land, weil ich jetzt gerade ziemlich Bock drauf habe. Und damit die Vorfreude auf Toads Treasure Tracker noch größer ist. Und ja, beide Spiele werde ich 100% Let's Playen, also es wird etwas größere Projekte. Und dann, ich habe gelesen, dass endlich dieses Watch Dogs für Wii U erscheinen wird. Und auf das freue ich mich schon den ganzen Sommer. Also ich hatte total Bock auf Watch Dogs über den Sommer. Und ja, ich musste feststellen, Watch Dogs ist nie für die Wii U erschienen. Jetzt wird sie aber endlich kommen und ja, bin gespannt. Also Spiele, das wird auch Blind sein, da ich habe mir zwar einige Reviews angeschaut und Let's Plays der PS4 Version, für was es rausgekommen ist. Und ja, ich habe schon Bock drauf und mal sehen, wie das so wird. Ob das 100% durchgespielt wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das hängt wirklich vom Schwierigkeitsgrad ab und von den Missionen. Also, wenn ich mal ein GTA zocken werde, das werde ich nie auf 100% spielen, weil ja, manche GTAs verlangen einfach so zu viel ab. No, hier haben wir den Jetstar. Eine absolute Lieblingsmaschine. Vielleicht kriege ich. Warte, ich versuche die legendären Maschine zu finden. Dann kommt ihr die auch noch zu Gesicht. Aber zurück zu den Projekten. Ja, also in GTA muss man ja ziemlich viel absolvieren und Parcours. Dann alle diese Tauben abschießen vom GTA 4 Teil
alle Päckchen aus Vice City sammeln. Ja, das alles werde ich nicht in einem Let's Play. Nein, das GTA wird nur storytechnisch und ein bisschen rumgeblödel sein. Aber nichts mit 100%. Also, ich habe, glaube ich, auch nur das Vice City zu 100% durchgespielt und das Vice City Stories für die PSP. Alle anderen, ja, das San Andreas ist ja das absolut geilste der GTA-Reihe und das habe ich leider nicht ganz durchgespielt, weil es am Ende doch einfach zu viel gab, ja. Das GTA 5 ja, würde ich ja gerne spielen, aber kommt ja einfach nicht für ja, die PC-Maus. Auch wenn gemunkelt wird, dass jetzt endlich so eine Version erscheinen wird. Am 18. November erscheint ja endlich die PS4-Version. Ja, mal sehen. Ja, nochmal zu den roten Kisten. Also diese roten Kisten, in denen die Teile sich befinden, die spawnen und werden nicht mehr verschwinden. Also ihr habt ja vielleicht gesehen, da sind rote Kisten, wenn die zu lange auf der Map sind, irgendwann verschwinden die. Und das ist bei den legendären Teilen nicht der Fall. Also die sind über die ganze Runde verteilt. Hier sehen wir ein UFO, das geilste Event neben Kometen. Und zwar hat dieses UFO sehr viele Items auf sich und es sammelt auch sämtliche Items, die sich auf dem... Da ist ein Top Speed, das will ich, komm schon, ja. Ja, alles vom Boden wird aufgesaugt und so, damit dieser mal Ding, dieser Ding. Mit diesem UFO sieht man dann auch, wo die legendären Teile sich befinden. Die werden nämlich nicht heraufgesogen. Ja. So, letzte Minute. Mal sehen, was wir noch so finden. Ich glaube eher nicht, dass ihr die Teile findet. Aber ich werde euch dann noch kurz einen Blick in den Freeride-Modus, dieses City Trial, geben. Da habe ich mich auch letztes Mal geirrt, also Meta Knight und König DDD sind auch in City Trial spielbar, allerdings nur im Free Run, ja. Da auch das Problem ist, wenn die beiden ihre Lebensanzeige Blatt verloren haben, dann kann man mit denen auf der Map nicht mehr spielen, denn die werden nicht mehr regeneriert. Da ist noch ein Top Speed. Kommt schon. Nicht verschwinden. Ich will dich. Yes. Ich hoffe, dass ein Rennen erscheinen wird. Oder etwas, was mit Fliegen zu tun hat. Denn dann bin ich ziemlich gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Und dann ist es soweit. Mal sehen, was die Gegner so haben. Ja, für Kämpfe wäre ich auch ganz gut gerüstet. Ja, mal sehen. Ah, dieses Melee, das ist wirklich meine Hassdisziplin, denn im Kirby Melee 1 sind die Gegner overpowered und in 2 sind sie, ja, unterpowered. Ja, das ja schon in Part 1 gesehen. Dann wird man, indem man nur 2 Gegner tötet und hier, braucht man schon 70 Gegner, dass man überhaupt eine Chance hat. Ich stelle mich aber auch dumm an dieser Disziplin. Also, ich kenne da Freunde, die es viel besser meistern. Ja, dieses Spiel ist an sich Remake-verdächtig, würde ich mal sagen, denn es macht wirklich total viel Spaß und diesem Spiel fehlt wirklich ein Online-Modus oder vielleicht auch einen 8-Spieler-Modus, also mehrere Gegner und so. Ja, ich bin schon froh, dass
Allein der City Trial Modus, der es ja in das neue Smash Bros. Für 3DS geschafft hat. Denn, ja, da sieht man, dass HAL Laboratories dieses Game nicht vergessen hat. Und, ja, die Zeit ist auch schon um. Ja, dann bedanke ich mich auch für diesen Part. Feedback wie immer gerne angesehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch für den vierten Part wieder, wenn es dann heißt, Abschied von diesem Spiel nehmen. Ja. Danke.